Aufgeheizte Stimmung in Wilhelmsburg. Über 2000 Fans kamen in die Inselparkhalle. Die meisten von ihnen, um einen möglichen zweiten Eurocup-Sieg der Towers in dieser Saison zu feiern. Doch der Gegner aus Thessaloniki hatte natürlich etwas dagegen. Angefeuert von rund 500 frenetischen Fans, die für Pyrotechnik bekannt sind, weshalb die Kontrollen vor dem Spiel verschärft wurden. Die Stimmung in der Halle, sie sorgte auch bei den Spielern für Eindruck. Es ist wirklich eine tolle Stimmung. Immer wenn Balkan-Fans in der Halle sind, hört man das auch. Ich war überrascht, dass es keine Pyrotechnik gab. Das hat mich vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Trotz der ohrenbetäubenden Gegenwehr, den besseren Start erwischten die Hausherren. Führten nach 5 Minuten bereits mit 8 Punkten. Maßgeblich für den Schnellstart verantwortlich Bray Ivy. Mit 9 Punkten im ersten Viertel schon auf Topscorer-Kurs. Zeitgleich nutzten die Türme die Fehler der Gäste gnadenlos aus. Einzig die eigenen Ballverluste störten Cheftrainer Benga Baloschki. Doch auch das konnte die Towers nicht stoppen. Zur Halbzeit stand es bereits 54-38. Von einer sicheren Partie sprach hier jedoch noch keiner. Im Eurocup gibt es meiner Meinung nach nie den Punkt, an dem man sich sicher sein sollte. Besonders wenn ein Team so viele Spieler hat, die jederzeit aufdrehen können. Wir lernen als Team, was wir tun müssen, um eine Führung zu behalten und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Es ist noch früh in der Saison und ich denke, wir werden uns auch weiterentwickeln. Nach der Pause blieben die Türme deshalb auf dem Gaspedal. Auch wenn die Gäste nun mehr und mehr ins Spiel kamen. Doch die Verteidigung der Towers war an diesem Abend häufig stärker. Auch im Angriff wurde die Effizienz gesteigert. Und so wuchs die Führung auf zwischenzeitlich 20 Punkte an. Am Ende stand mit dem 93-69 Endstand der zweite Eurocup-Heimsieg in Folge fest. Für Baloschki ein klares Zeichen für den Spielstil der vergangenen Wochen. Wir haben gegen Ankara zum Beispiel ein sehr gutes Spiel gespielt und wir haben gewonnen. Wir haben gegen jetzt heute Thessaloniki ein sehr gutes Spiel gespielt und wir haben gewonnen. Aber es gilt jetzt eben auch, diese Performance aufrechtzuerhalten. Morgen im Training alles daran zu setzen, dass wir uns bestmöglich auf Heidelberg vorbereiten, die nicht gespielt haben unter der Woche. Wir haben dann auch eine offene Rechnung aus dem Pokal. Das sitzt noch ein bisschen so bei den Spielern. Ich glaube, dass das auch noch mal ein paar extra Kräfte freisetzt. Jetzt dürfen wir uns gerade noch freuen. Das will ich auch, dass sie sich jetzt gerade freuen und feiern, weil es ist ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns gewesen. Aber ab morgen ist dann volle Konzentration auf Heidelberg und die Bundesliga. Denn in der Liga läuft es bisher eher durchwachsen. Mit nur 2 Siegen aus 6 Spielen stehen die Towers aktuell auf dem 15. Tabellenplatz. Am Freitagabend soll der nächste Sieg diese Position verbessern.